Wir leben in einer modernen Welt mit stetig wachsender Mobilität und immer neuen Produkten. Aber fast alle Produkte können nur mit Hilfe von Katalysatoren entstehen. Ein Katalysator hat die Landwirtschaft revolutioniert. Im Haber-Bosch-Verfahren kann man mit ihm aus Luftstickstoff Ammoniak herstellen, einen Grundstoff von Düngemitteln. Das sichert den Ertrag in der heutigen Landwirtschaft. Ammoniak besteht aus den Elementen Stickstoff und Wasserstoff. Elemente, die es in Hülle und Fülle gibt. Unsere Luft besteht zu fast 80% aus molekularem Stickstoff. Und auch Wasserstoff lässt sich leicht gewinnen. Aber um die Reaktion von Stickstoff und Wasserstoff zu Ammoniak zu starten, muss erst die enorm starke Bindung des Stickstoffs aufgebrochen werden. Und dazu ist zunächst viel Energie nötig. Sehr viel Energie. Chemiker sprechen von einer hohen Aktivierungsenergie, die erforderlich ist, um eine chemische Reaktion zu ermöglichen. Dieser Energieberg muss erst einmal überwunden werden. Ein Fall für Katalysatoren. Sie öffnen den Reaktionspartnern eine Art Schleichweg um die hohe Energiebarriere herum, wie es hier für die Ammoniaksynthese stark vereinfacht dargestellt ist. Die Energie, die für die Reaktion nötig ist, wird mit Hilfe von Katalysatoren drastisch reduziert. So beschleunigen sie Reaktionen ganz erheblich. Manche Reaktionen, die ansonsten nur unter extremen Bedingungen, wie etwa bei sehr hohen Temperaturen und hohem Druck ablaufen würden, werden so überhaupt erst realisierbar. Im Fall der Ammoniaksynthese hat Fritz Haber vor rund 100 Jahren einen passenden Katalysator entdeckt. Er besteht aus einem komplexen Gemisch verschiedener Stoffe mit einem hohen Anteil an Eisenoxid. Die Reaktionspartner gehen dabei eine kurzzeitige Verbindung mit dem Eisenatom ein. Das lockert die bestehenden Bindungen und bringt Stickstoff und Wasserstoff näher zusammen. Und auf einmal ist die gewünschte Reaktion ganz einfach. Das Praktische? Katalysatoren werden nicht verbraucht und lassen sich millionenfach wiederverwenden. Zudem führt eine katalytische Reaktion im Idealfall nur zu einem einzigen Endprodukt. Unerwünschte Nebenprodukte, wie sie sonst häufig entstehen, werden vermieden. Eine Möglichkeit der Katalyse bietet die Verwendung homogener Katalysatoren. Diese werden in der Regel in einer Reaktionsflüssigkeit gelöst und müssen nach der Reaktion aufwendig von den Produkten abgetrennt werden. Daher verwendet die chemische Industrie viel lieber heterogene Katalysatoren. Dabei handelt es sich meistens um feste Katalysatoren, über die gasförmige oder flüssige Reaktionspartner geleitet werden. Heterogene Katalysatoren sind wesentlich einfacher zu handhaben als homogene. Ein gutes Beispiel für die heterogene Katalyse ist auch der Autoabgaskatalysator. Er entgiftet die Abgase des Verbrennungsmotors. Giftiges Kohlenstoffmonoxid, Stickstoffoxide und unverbrannte Kohlenwasserstoffreste werden zu Kohlenstoffdioxid, Stickstoffgas und Wasser umgewandelt. Alle lebenden Organismen überleben durch Enzyme, den Biokatalysatoren. Denn ohne sie ist kein Stoffwechsel möglich. Und durch sie laufen in jeder Sekunde zig Millionen katalytische Reaktionen ab. In tierischen wie in pflanzlichen Zellen. Der Einsatz von Katalysatoren ermöglicht unser modernes Leben. Sie helfen dabei, Energie zu sparen, Produktionskosten zu senken und die Umwelt zu schonen.